Jetzt habe ich mich gerade selber gespoilert und weiß, was gleich kommt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lohntro-Video und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing, denn es ist wieder soweit. Die Querbox ist da, jawohl. Ich möchte gerne mal anmerken, dass die letzte Zeit die Querbox in so einem Zustand zu mir kommt. Nur mal so am Rande. Ich weiß nicht, was das soll. Jedes Mal habe ich Angst, dass da drin irgendwas kaputt gegangen ist. Aber ich gehe davon aus, dass es dann doch so verpackt wurde, dass da nichts großartig passieren kann. Aber es ist jetzt, ich glaube, das zweite oder dritte Mal, dass DPD mir das genau so liefert. Schade eigentlich. So, wir packen das Ganze mal aus. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, so wie immer, wenn ich das hier mache. Und deswegen gucken wir mal gemeinsam. Ich möchte ganz gerne unbedingt noch etwas loswerden, was diese Querbox angeht. Denn ich habe das Gefühl, und ich weiß, dass es nicht ganz falsch ist, dass das hier die letzte Querbox ist, die ich auspacke. Und das fände ich sehr, sehr schade. Wenn ihr jetzt gleich den Inhalt seht und ihr findet das Ganze cool, was ich hier auspacke, dann geht bitte unbedingt rüber auf Querfeld ein und kauft so eine Box. Ihr helft diesem ganzen Projekt damit. Ich fände es sehr, sehr schade, wenn dieses Unboxing auf meinem Kanal nicht mehr stattfinden könnte. Ich habe dieses Format sehr lieb gewonnen. Es macht mir richtig Spaß, die Sachen auszupacken. Und das Video kommt bei euch ja eigentlich auch immer ganz gut an. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass wenn es nicht genug Abnehmer gibt, dass dann diese Box halt nicht mehr realisiert werden kann. Und dementsprechend, wenn euch das hier gefällt, was ihr seht, ihr wisst, was ihr zu tun habt. So, jetzt packen wir hier aus. So. Sie wehrt sich gerade ein bisschen. So. Schauen wir doch einfach mal. Das Ganze sieht gut aus. So, als erstes haben wir hier Papier. Und noch mehr Papier. Und ich sehe schon, oh, das sieht schön aus. Wir haben wieder mehrere Pakete. Wir haben einmal so ein kleines. Das tue ich mal hier zur Seite. Dann haben wir eine Karte. Und dann haben wir ein Hauptgeschenk, würde ich jetzt gerade sagen. Und dann haben wir hier wieder unser Querbox 12 Heft und der Karton, der jetzt zur Seite muss. So, fangen wir an mit dem kleinen, würde ich sagen. Wir machen erstmal das, genau. Nee, wir fangen mal an mit dem Umschlag. So. Der Briefumschlag. Den machen wir auf. Und in der letzten Zeit waren da ja immer Bilder von Künstlern drin. Und das ist jetzt auch wieder der Fall. Und auch das finde ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. In diesem Fall kenne ich die Fotos nicht. Letztes Mal waren ja Sachen von der Conny dabei. Heute kenne ich das mal nicht, was hier gezeigt wird. Das Ganze ist von Rona Keller. Und sieht sehr, sehr schön aus. Dann haben wir noch das hier. Richtige Herbststimmung. Wunderschön. Und auch das hier, das finde ich ja sehr, sehr schön. Klasse. Echt klasse. An der Stelle machen wir wahrscheinlich jetzt Werbung für eine Künstlerin, die ich nicht kenne. Machen wir aber gerne. Machen wir aber gerne. Und zwar Postkarte von Rona Keller. Der Herbst ist da und Rona zeigt in ihren Bildern, wie schön diese Jahreszeit ist. In der Querbox findet ihr drei Postkarten mit schönen herbstlichen Motiven von ihr und um euch auf die neue Jahreszeit einzustimmen. Und natürlich, um euch diese tolle Fotografin näher zu bringen. Herzlichen Dank, ich habe die drei, ich sehe hier noch die drei anderen. Eins, zwei, drei, ja genau, ich habe das nicht, das nicht, das nicht. Die sind alle sehr schön. Guckt mal, ohne das andere hier zu spoilern. Das wären die anderen Fotos gewesen. Sehr, sehr schön, würde ich sagen. Sehr, sehr schön. Jetzt habe ich mich gerade selber gespoilert und weiß, was gleich kommt. Nein! Okay, ich freue mich auf das, was ich gleich auspacke. Das ist cool. Das ist cool. Okay. Das ist blöd mit dem Heft, ne? Das ist echt eine doofe Sache. So, packen wir als nächstes einfach mal das hier aus, weil bei dem nächsten weiß ich schon, was drin ist. Wir gucken mal. Natürlich keine Querbox ohne, genau, Zeitung.
So, dann schauen wir mal. Wir haben hier einmal... Oh, wie schön ist das denn? Wisst ihr was? Den schenke ich euch. Ich habe hier ein Sonderheft der Fotokina in der Hand. Ich wollte da eigentlich ursprünglich hin und wollte auch ein Lungentro-Treffen machen. Das kann ich aus gesundheitlichen Gründen, wie bekannt ist, nicht tun. Ich habe jetzt hier einen Gutscheincode für eine Tageskarte. Der Eintritt ist nicht ganz günstig und deswegen lohnt sich dieser Code auf jeden Fall. Den möchte ich gerne an einen von euch da draußen verschenken. Und deswegen machen wir das jetzt so. Wenn dieses Video hier veröffentlicht wird, dann gehst du bitte unbedingt auf meinen Instagram-Account und dort abonnierst du mich und schaust einfach in die Stories rein. Und an dem Tag, wo dieses Video hier online gegangen ist, werde ich ein Foto in die Story packen. Da bleibt das 24 Stunden online. Und wer als erstes diesen Code von euch eingelöst hat, herzlichen Glückwunsch. So machen wir es. Man muss ja auch was geben. Dann haben wir eine Zeitung. Und zwar, das sieht geil aus, oder? Das sieht doch mal witzig aus. Beyond. Das ist irgendwie lustig. Okay? Edition Nummer 2. Magazin Beyond. Dieses Magazin von Juliane Herrmann haben wir bereits auf Querfeldein vorgestellt und freuen uns umso mehr, dass wir es euch in die Querbox legen können. Beyond stellt 10 junge Fotografinnen aus dem Bereich der humanistischen Fotografie vor. Sehr, sehr cool. Werde ich mir in aller Ruhe anschauen. So, dann haben wir... das sage ich gleich. Dann haben wir ein Porträtmagazin 1.18. Das sieht so aus. Porträtmagazin. Ich zeig mal rein. Das hat doch was. Das hat doch mal richtig was. Ja, man kann es relativ gut erkennen in der Kamera. Ne? Das ist schön. Ach, schaut mal. Das ist toll. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich erkenne es einigermaßen in der Kamera. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Dazu gibt es zu sagen, Porträtmagazin ist das Magazin der deutschen Porträtfotografie. Zweimal jährlich präsentiert es auf 80 Papierseiten vornehmend deutsche Fotografinnen und Fotografen. Ungesehene Porträts, unter anderem auch aus der Malerei. Es zeigt Arbeiten, die im Blickwinkel der Porträtfotografie durch herausragende Lichtführung auf sich aufmerksam machen. Das haben wir ja gerade gesehen. Ne? Sehr, sehr schön. Ich finde an der Querbox immer toll, dass da Sachen sind, die man so am Kiosk teilweise auch nicht bekommt. Ich habe Beyond an meinem Bahnhof noch nie entdeckt und das hier schon mal gar nicht. Also dementsprechend herzlichen Dank. So, dann haben wir einen Bilderrahmen. Bilderrahmen kann man nie genug haben, finde ich. Der ist vom Paradies DM. Sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, ich weiß auch schon, welches Foto ich genau da reintun werde. Ja. So sieht das Ganze auf jeden Fall aus. So, jetzt war gerade die Speicherkarte voll, deswegen jetzt so ein bisschen anders positioniert das Ganze. Aber es soll uns nicht abhalten, denn wir haben noch was auszupacken hier. Und zwar einmal noch etwas, was ich gerade gesehen habe, wo ich mich selber gerade gespoilert habe. Als allererstes haben wir hier Seifenblasen. Seifenblasen gehen immer, finde ich. Und kann man tolle Motive mitmachen, gerade jetzt auch im Herbst bei tiefstehender Sonne. So, und jetzt kommt das Beste. Jetzt haben wir eigentlich hier das Querfeldein-Schild. Ne? Das hätte ich ganz am Anfang auspacken sollen. So. Leute, was hier drin ist, ist cool. Was hier drin ist, wollte ich mir tatsächlich selber kaufen. Hab's noch nicht gemacht. Ich habe die Konkurrenz davon quasi. Die liegt bei mir im Schrank. Ganz, ganz tolle Sache. Wir packen es aus. Und zwar, da ist es, Inspirationskarten, 50 Stück, die packen wir eben aus. Die sind cool, ich habe The Bigger Picture bei mir und da habe ich einmal die Street-Fotografie-Variante und einmal die normale Variante. Und jetzt haben wir das Konkurrenzprodukt davon und das sind halt hier 50 Inspirationskarten, die haben mir noch gefehlt, die wollte ich unbedingt haben, deswegen, ich freue mich gerade tierisch.
Finde mindestens zwei gleiche oder ähnliche Formen, die du in einem Bild optisch miteinander in Verbindung bringst. Und dann gibt es hier noch so Tipps dabei und auf der Rückseite hat man dann quasi so Beispielfotos, die man dann machen kann. Das Ganze soll zur Inspiration dienen. Ich finde es richtig, richtig cool. Ich werde dazu auch nochmal auf diesem Kanal was machen, was ich eigentlich schon lange geplant habe, was dann, ich hoffe, in diesem Jahr noch umgesetzt werden kann. Deswegen hatte ich mir die Karten ursprünglich auch mal gekauft. Oh, jetzt habe ich sie durcheinander gebracht. Egal, mache ich gleich in Ruhe. So. Sehr, sehr coole Sache. Lohnt sich richtig. Und diese Dinger helfen einem einfach auch mal dabei, wenn man so die Phasen hat, wo man das Gefühl hat, man kriegt irgendwie kreativ nichts Neues mehr hin. So hat man hier nochmal die Möglichkeit, sich selbst zu inspirieren und die Augen nochmal zu schärfen für vorgegebene Motive und dann das eigene daraus zu machen. Sehr, sehr cool. Es freut mich richtig. Wie gesagt, die wollte ich unbedingt haben. Das finde ich sehr, sehr cool. Herzlichen Dank an der Stelle. So, wir haben einmal die Karten. Wir haben einmal die Herbstfotos. Wir haben einen Bilderrahmen. Wir haben einmal die Zeitung Beyond. Dann das Magazin Portrait. Wir haben, das drehe ich nicht um, denkt dran, auf Instagram gehen, mich dort abonnieren und dann kriegt ihr den Gutscheincode für eine Tageskarte. Ziemlich cool, ziemlich cool. Ich sehe gerade übrigens, der Gutscheincode hat einen Wert von samstags 12 Euro beziehungsweise Mittwoch bis Freitag 35 Euro. Also abonniert mich auf Instagram. Jo, dann haben wir die Seifenblasen, die dürfen wir auch nicht vergessen. Und das war auch schon die Querbox Nummer 12. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann geht ihr jetzt bitte unbedingt nicht nur auf Instagram und abonniert mich wegen der Tageskarte, sondern ihr geht bitte auch unbedingt auf Querfeld ein. Und wenn ihr sagt, ihr wollt davon was haben, dann bestellt euch die Box. Ich fände es sehr, sehr schade, wenn das hier das letzte Video der Querbox gewesen sein sollte. Ich mag dieses Format und ich mag es, wenn Leute Produkte auf den Markt bringen in diesem Bereich. Und wir sind so eine Nische, wir brauchen neue Ideen und wir brauchen genau solche Sachen. Und wir müssen uns öffnen dafür und müssen sowas unbedingt unterstützen. Und wo ich das kann, werde ich das machen. Und wenn du das kannst, dann mach du das bitte auch. Wenn du das natürlich nicht kannst, warum auch immer, wir müssen alle mal im Leben irgendwie rumknapsen, dann natürlich nicht. Dann erfreue dich einfach an diesem Video. Aber wenn du Bock darauf hast und wenn du es kannst, dann tu es bitte. So, wenn dir das Ganze gefallen hat, gebt dem Ganzen bitte einen Daumen nach oben, teilt dieses Video und alle anderen Videos von mir auf euren sozialen Medien. Sagt es weiter, was wir hier tun. Ich bedanke mich fürs freundliche Zuschauen und knipst schön und seid herrlich und perfekt. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ich bin raus. Bis dahin. Ciao.